Okay. Tag 2. Der Laden läuft. Drei Dinge in seinen Grundlagen drin. Maschinen laufen, alles gut. Es wird eine schöne Platte, kann ich euch versprechen. Ich glaube, das wird eines der besten Sachen, die jemals aus der Kultur- und Weltstadt Bergen gekommen sind. Mit Abstand. Bombig. Läuft alles sehr gut. Alle sind fröhlich. Aufnahmen fluffen. Ich bin sehr zufrieden. Kann nichts sagen. Nichts anderes. Und die Sonne scheint. Das ist total wichtig. Mein Schiddy. Guck mir an, den alten Wolf. Da ist er. Das sind noch tolle Hunde. Aber alt schon. Frieda schon ziemlich doll alt. Frieda ist jetzt 8. Mhm. Und Schiddy ist 6, aber dafür ist er grau. Schiddy, guck uns mal an. Vitus. Oh, so grau bist du schon, ne? Wenn du es von Regen hast, dann musst du aufpassen. Ja. Ich glaube, dieses Jahr wird nur Musik. Oder? Ja. Na, ich bin gespannt. War immer noch mal ein Traum, davon leben zu können, ja, aber wissen wir ja. Mal gucken. Das kriegen wir hin. Mal gucken. Oder wann? Gucken wir mal. Aber ich bin ganz schön müde vom Studio. Glaube ich. Mehr platt. Aber wenn du ganz da fotografierst, bist du abends auch platt, noch nicht? Ja. Das ist Wahnsinn, ne? Also es ist diese Konzentration, glaube ich, ne? Von der Birne. Genau. Da bist du so platt. Ich habe es halt noch nie gemerkt, so doll. Außer wenn ich gesungen habe, da ich ja nur alles machen muss. Proberaum aufräumen. Leute verköstigen. Auto fahren. Gucken, dass alle fröhlich sind. Gucken, dass alle da sind. Außer du kommst natürlich. Also ihr seid schon recht selbstständig, aber man muss halt alles koordinieren, ne? Mhm. Und dann musst du noch aufnehmen und dann muss ich ja noch singen. Sich die ganze Scheiße ausdenken, es ist schon extrem anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin fertig. Wahrscheinlich wieder 22 Uhr schön. Und Janko wird uns noch was erzählen. Vom Bär und vom Wolf. Das kann er gut. Kann er gut. Ist er unterhaltsamer als ich. Weil ich habe immer mal eine Ruhepause, aber Janko... Mhm. Glaube ich nur, wenn er schläft irgendwann. Vorher nicht. Vorher nicht.